Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zurück mit einer neuen Folge Elex. So, wir sind im Lager der Mitte. Quasi da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Wir haben ja beim letzten Mal den Kondensator für Harley besorgt. Und wir sind aber hier noch nicht fertig. Es gibt hier noch mehr für uns zu tun. Und dafür müssen wir die Dorfbewohner, die hier so noch so rumstehen und leben, müssen wir ein bisschen anquatschen, dass sie uns halt wieder ein paar neue Aufgaben geben. So, von ihr weiß ich, dass man bei ihr was ganz Besonderes kaufen kann. Hi, ich bin Annie. Bist du hier, um etwas zu spenden? Genau. Wieso sollte ich etwas spenden? Wieso sollte ich etwas spenden? Du kannst dir sicher sein, dass jeder Splitter, den du spendest, in den Ausbau unserer kleinen Gemeinde fließt. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne für eine bestimmte Sache spenden. Ja. Gefällt dir die Dekoration nicht? Oder vielleicht fehlt dir eine Werkbank? Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Also, wie sieht's aus? Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Händler. Technische Einrichtung, praktische Einrichtung. Okay, das machen wir später. Aber das ist das, was ich meinte. Ich will nicht gleich mein ganzes Geld hier lassen. Bin ja gerade erst angekommen. So, und ich glaube, hier draußen steht noch jemand, mit dem wir interagieren können. Muss mal eben gucken. Das ist ein Siedler, okay. Aber er hier, ne? Ist das Jonesy? Ja, Jonesy. Siehste, habe ich gewusst. Den quatschen wir gleich an. Ich will. Hey, okay. Du, was glaubst du, wo du da hingehst? Das hier ist Sperrgebiet. Und du hast hier nichts verloren, Mann. Nach Sperrgebiet sieht das hier gar nicht aus. Nach Sperrgebiet sieht das hier gar nicht aus. Soll ich vielleicht noch ein paar Zäune für dich aufbauen oder was? Schnauzt du jeden gleich an, der hier vorbeikommt? Hey Mann, das ist eine gefährliche Gegend hier. Nur ein ich mag Schritt ihn. In die falsche Richtung und du bist erledigt, Mann. Also schwing deinen Hintern besser hoch in unser Lager. Oder verschwinde besser gleich ganz von hier, wenn du nicht als Mutantenfutter enden willst. Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt. Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt. Nein, Mann. Aber was erwartest du von ein paar heimatlosen Kämpfern, die versuchen, eine Bleibe zu finden? Wir versuchen, unser Leben hier draußen zu bestreiten, wie es eben geht. Und müssen nehmen, was wir kriegen können. Mutanten sind überall auf Magalan. Mutanten sind überall auf Magalan. Mag sein, aber die in dieser Gegend sind besonders hartnäckig. Ich habe schon elendig viele von ihnen platt gemacht, aber sie kommen immer wieder. Mittlerweile sind es schon mindestens 10 Mutanten in der Nähe. Sie scheinen nur auf den richtigen Moment zu lauern, um unser Lager anzugreifen. Na, das klingt doch nach einer Aufgabe für mich. Warum erledigst du sie nicht einfach? Erledigst du sie nicht einfach? Wenn ich könnte, würde ich das sofort machen, Mann. Aber es sind schon so viele. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich könnte dir helfen. Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen. Ja, oh Mann, das ist eine gute Idee. Zusammen sollten wir eine Chance gegen die Biester haben. Ich sag dir, wie wir es machen. Du lockst sie einzeln zu mir hier rüber und wir machen sie dann gemeinsam platt hier oben. Okay. Mission, Befreiung des Lagers. Risikominimierung für die eigene Haut. Du kommst gefälligst mit, sonst kannst du die Sache gleich wieder vergessen. Du kommst gefälligst mit, sonst kannst du die Sache gleich wieder vergessen. Dachte ich's mir doch. Ah, hier, Kaya gefällt das. Und dann doch kneifen, was? Pass auf, Kollege, ich kann hier nicht weg. Ich habe den Auftrag, das Lager zu beschützen. Wenn die Viecher das Lager angreifen, bin ich die letzte Bastion hier draußen. Verstehst du? Auf keinen Fall werde ich meinen Posten verlassen. Also entweder machen wir es so, wie ich es gesagt habe, oder gar nicht. Also mach schon und lock die Mutanten hierher. Am besten einzeln, okay? Nicht schlecht.
Immer diese komplizierten NPCs. Ja, pass mal auf. Wir aktivieren mal eben die Quest. Oh, geht schon los. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Darauf. Oh, 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 oh. Alter. Voll die Horde hier. Leck mir am Arsch. Aua. Komm, Kaya, mach ihn platt. Jawohl. 2 von 10. Gut, 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 gut. Muss mal eben was trinken. Zack, 3 von 10. Ach, Jonesy. Hau doch mal drauf da mit deinem Hammer. 5 von 10. So, erstmal plündern. Zack, zack. Okay. Schnell speichern. Fortsetzen. So, kann ich jetzt die Quest auswählen? Ist das jetzt möglich oder? Da. Befreiung des Lagers. Karte markieren. Ah, guck mal, jetzt sehe ich die hier auch. Die laufen hier unten alle rum. Das ist gut. Mehr oder weniger. Eventuell kann ich die auch einfach so wegknattern, oder? Ah. Zack. Ah, die mögen keinen Laser, so wie es aussieht. Bams. Jawoll. Also da merkt man auf jeden Fall mal die Stärke vom Fernkampf. Also von dem Lasergewehr. So. Da haben wir auch noch jemanden. Lauernder Wühler. In den Po. Aua. So, da hinten kommt der Letzte. Abgeschlossen. Mutantenbelagerung. War nicht schwer. Zack. Da hatten wir schon wesentlich Schlimmeres. Zum Beispiel den Kampfkoloss aus der letzten Folge. Der war echt übel. Der hat mir so ein paar graue Härchen bereitet. So, ich möchte mal... Oh, hier, Heilpflanze. Ich möchte hier nochmal so ein bisschen rumäumeln. Nur für den Fall einmal so grob gucken. Guck mal, da hinten scheint eine Höhle zu sein. Boah, ich liebe dieses Erkunden, ne? Das macht mich echt sehr, sehr glücklich. Guck mal da. Bist du quasi jetzt unter dem Lager? Wolfscout. Setzerbrot. Nee, ist doch keine Höhle. Wie ich erst dachte. Aber hier. Irgendwas versteckt? Nee, ne? Schade. So, gehen wir wieder runter. Und gehen wir zu Jonesy. Der wird sich bestimmt freuen, dass die Mutanten jetzt alle platt sind. So.
gucken wir mal, ob dem Chef das denn schon ausreicht hier, dass wir da Mitglied werden können. Im Lager der Mitte. Oh, guck mal hier. Elixitbeutel, ja, yeah. Schwefel. Und eine Verbandstasche. Dankeschön. So, aber jetzt möchte ich hier mal gucken, was der hier so hat. Für Geraffel. Bank. Ein Besen. Okay, anscheinend nichts Besonderes. So, hier. Deine lauernden Mutanten dürften niemanden mehr bedrohen. Deine lauernden Mutanten dürften niemanden mehr bedrohen. Wieso? Sind alle weg? Ich denke schon. Wow, Mann. Da kann ich ja heute früher Feierabend machen. Hier, nimm das für deine Hilfe. Ich hau ab zurück ins Lager. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Naja, verstehe. Erfahrung plus 1000, ja, nice. Das ist doch schon mal was. Oh, hier, er macht den Moonwalk. Da ist die Annie. So, hier erstmal Fleischbraten. Zack. Oh, so ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Starke Knochenmarkbrühe. Oh, die gibt Rüstung plus 10? Was? Heftig. Wusste ich gar nicht. Okay, ist hier noch jemand drin? Mal einmal reinlunsen. Hello? Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Ah, okay, lass mir das. Das war nichts. Ich will die auch nicht gleich verärgern hier. So. Wen haben wir hier? Rotzt er mir auf die Füße, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Alte Potsau. So, hier. Lloyd. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Hm. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Oh, nice. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? Turmschlüssel? Ach, wir kriegen jetzt eine eigene Bude, wa? Das ist ja mega. Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Gut. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Trophy! Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Jawohl. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Alter. Führe uns in eine sichere Zukunft. Wie geil. Der freie Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Es lebe die Macht der Mitte. Ey, jetzt sind wir hier Chef, ey. Das ist ja mega. Bring mir etwas bei. Sicher. So, was hat er hier? Ja, ach so, er ist ein Persönlichkeitslehrer. Okay. So, Turmschlüssel hat er gesagt. Warte. Alter, die
Tür muss aber mal geölt werden. Die hat hier mal richtig abgeknarzt. Turmschlüssel. Warte. Oh! Den ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Er hat ihn tatsächlich geholt, unseren Gleiter. Guckt euch das an, ey. Mega. So, ist das jetzt hier unser Zuhause oder wie darf ich das verstehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder muss ich das erst ausbauen? Oh. Hier, guck mal, die Geistersehne. Was ist das denn für ein heftiger Bogen? Waffe mit Sternchen ist was Besonderes. Okay, ich glaube, das ist nicht unser Zuhause. Oder? Wir gehen nochmal runter. Muss ja hier irgendwo sein. Kann ja jetzt nicht, oh, hier, kleiner Heiltrank. Flapp. Pfeil. Das war nichts. Ich glaube, das ist mein Zuhause. Zigarettenpackung. Abgeschlossen. Ein vielversprechendes Quartier. Yo. Das ist unser neues Zuhause. Ich werd bekloppt. Guckt euch das an, Freunde. Wir haben ein Zuhause. Ja, Kaya, Baby, leg dich hin. Los, ausziehen. Wir haben was vor. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Oh, die sieht aber auch nicht gut aus. Na, guck mal, die hat auch mega Augenringe. Ja, schön. Ich freue mich. Das kann man bestimmt noch ausbauen. Oh, hier, Mann. Das kann man bestimmt noch ausbauen, wenn man die richtigen Leute anquatscht. So, dann gehe ich doch tatsächlich nochmal zu der Annie. Wenn ich sie denn finde. Da unten. Pop. So. Hallo. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Händler. Praktische Einrichtung kaufen. Technische Einrichtung. Natürliche Einrichtung. 3000 Splitter. Wenn ich jetzt wüsste, was ist... Ich mach mal natürlich. Aha. Okay. Ob sich das jetzt gelohnt hat, weiß man nicht genau. Müsste ich mir nochmal angucken. Also ich finde ja 3000 Splitter ist ein bisschen hart. Wer ist er hier? Achso, das ist Eckhart. Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Sieht ganz so aus. Okay, dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Ja. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Und meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir.
Herbert aus dem Orbit. Okay, okay, pass auf, jetzt. Oh. Jetzt gehen wir nochmal hier zu Harley, wenn er denn da ist. Und sprechen ihn mal an hier auf unser Raumschiff. Vielleicht braucht er noch was. So, Kumpel, da ist das gute Stück. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Wie sieht's denn aus? Mann, Mann, das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Oh, Cutscene. Zustandsbericht. Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden Sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. Ah ja, okay. Haben sie ihn sabotiert quasi an seinem Gleiter. Verstehe. So, aber wo ist denn jetzt Harley hin? Jetzt ist er wieder abgehauen oder was? Da. So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha, dann willkommen auf dem Präsentierteil des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Yep. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit, Commander. Alles klar. Oh. Ja, gefällt mir. So, pass mal auf. Ich will hier nochmal eben einmal unser Zuhause angucken. Wir haben es ja jetzt für sagenhafte 3000 Splitter ein bisschen hübscher gemacht. Wieso ist der Tresor eigentlich verschlossen? Ich könnte doch wohl davon ausgehen, dass der offen ist. Leer. Ja, okay. Es ist schon gemütlich gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, wir hauen uns jetzt aber erstmal hin. Kaya, komm ran hier. Zieh dich aus. So. Oh. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Heiltrank. Anleitung für mächtiger Heiltrank. Oh, da stand noch ein Wein. Zack. Aber ich glaube, hier so ein Händler und eine Werkbank ist schon cool, wenn man das in der Nähe hat. Das werde ich dann wohl als nächstes kaufen. Aber da müssen wir erstmal ein bisschen drauf sparen. Das ist nämlich sehr, sehr teuer. So, warte mal. Können wir noch irgendwas machen? Hauptmission. Geduld. Okay. Warte mal. Geht's
Sets der Berserker. Besonderes Stück. Ich möchte eigentlich die Nesti noch dazu holen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das schon soweit ist, ob das schon geht. Bunker des Dukes. Wo war denn Zadom eigentlich? Hauptmission, Geduld. Der Schlachtplan des Eremiten. Ah ja, guck mal hier. Firmengelände Nordavessa. Mal sehen, was passiert, wenn ich dem Zadom das jetzt erzähle. Weil er wollte ja, dass wir uns Verbündete besorgen. Da. Gefährliche Gegend. Oh ja. Da hast du recht, Kaya. Aber mach dir nichts draus. Wir waren schon öfter hier. So, ich werde aber vorher einmal eben speichern. Für den Fall, dass da irgendwas passiert, was uns nicht gefällt. Jo, das Lager der Mitte ist unter meiner Kontrolle. Das Lager der Mitte ist unter meiner Kontrolle. Ich wusste, dass es genau der richtige Stützpunkt für dich ist. Die freien Menschen sind stark, wenn man weiß, wie man sie anführt. Diese Fähigkeit ist dir offensichtlich gegeben. Ja, danke schön. Du bist auf einem guten Weg. Doch es gibt noch einiges vorzubereiten, bevor wir die nächsten Schritte einleiten können. Ich werde hier sein und auf dich warten. Ah, okay. Okay. Es ist wohl noch nicht so weit, so wie es aussieht. Dann, ist jetzt die Frage aller Fragen. Oh, hier, kleiner Energiespeicher. Feuerteufel, was ist denn das? So, ich muss nochmal, nochmal eben auf die Karte schauen. So, da müssen wir hin. Und die müssen wir alle wegmachen. Eieieiei. Wir werden das mal versuchen. Auch wenn ich mir da jetzt nicht wirklich große Hoffnung mache. Wir sind zwar ein bisschen stärker, aber... Das sind, glaube ich, zu viele. Erstmal die Schneeklaue wegmachen. Aua. Oh. Aua. Ja, komm ran. Boah, wo kommen die alle her? Heftig. Aua, aua, aua. Ah! Hilfe! Ah, genau, ist da der Baum im Weg. Hau ab, du Kackvieh. Da ist schon wieder eins. Das gibt's doch nicht. Okay. Jetzt habe ich aber hier gleich die Faxendicke. Kommen die alle her? Ich komm hier nicht weg.
Man merkt, wie die Schwierigkeit hier in dem Schneegebiet angezogen wird. Das ist schon echt heftig. Aber gut. Wir haben es so gewollt. Nur erstmal eine Schnellspeicherung. So. Oh, oh, guck mal, was haben wir denn da? Der macht bestimmt... Ah, okay, ist zu kalt. Ist zu kalt. Da können wir anscheinend noch gar nicht hin. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich uns andere Kleidung besorgen. Denke ich. Ich weiß es nicht genau. Komm, Kaya, mach ihn platt. Wow. Okay, wir müssen hier weg. Ich bin gleich ziemlich im Eimer. Oh, 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 oh. Hilfe! Nein. Ich will weitermachen. Mann. So, jetzt kann man sich ja vorstellen, was passiert wäre, wenn ich meine Rüstung nicht verbessert hätte. Das machst du nicht ungestraft. Oh. Kaya, alles gut? Ah ja. Oh nein. Ja, Moloch. Ich bin da mal weg. Wenn mich das Vieh trifft, dann war's das. Guck mal, da ist eine Straße. So. Ah, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Das sieht doch gar nicht. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja. Nice. Ich würde sagen, wir machen hier wie so oft ein kleines Päuschen und schauen mal, wie weit wir beim nächsten Mal kommen. Mit etwas Glück kriegen wir die da weggemacht. Ich freue mich schon drauf. Aber erstmal soll es das für heute gewesen sein. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.